Am vergangenen Samstag fand im Konzert- und Ballhaus Neue Welt bereits zum zweiten Mal der Ball der ehemaligen der Gerhard-Hauptmann-Schule Zwickau statt. Waren beim letzten Mal schon recht viele Ehemalige gekommen, fand die Veranstaltung auch diesmal wieder sehr regen Zuspruch. Organisator war auch diesmal wieder einer der Ehemaligen, Dietrich Kropinski. Die Eröffnung des Abends oblag natürlich dem Traditionschor der GHS unter Leitung von Ulf Fürke. Neben Schumanns Zigeunerlied erklang auch wieder das Traditionslied der Einrichtung, das bis zum Jahre 2006 zu jedem Abiturball gesungen wurde. Nachdem Organisator Dietrich Kropinski alle Ehemaligen, Lehrer und Gäste ganz herzlich begrüßt hatte, übergab er den Staffelstab an die Moderatoren des Abends, Barbara Markowitz und Gerhard Zuber. Die beiden wussten dann jede Menge Geschichten rund um die Gerhard-Hauptmann-Schule zu erzählen und freuten sich besonders, dass neben vielen ehemaligen Schülern auch wieder viele alte Lehrer den Weg in die neue Welt gefunden hatten. Applaus gab es, als zum Beispiel der Sportlehrer Roland Damm oder Dr. Christian Brennecke an die Bühne traten. Aber auch Russischlehrerin Rosemarie Günther war wieder mit von der Partie. Ein Lehrer, der selbst Schüler und bis vor einigen Jahren Lehrer an der Einrichtung war, ist Ulf Fürke. Und er verriet uns, wie er die Resonanz auf den zweiten Ball fand. Also so ein Schultreffen ist schon was ganz Besonderes. Und mir macht es wirklich große Freude. Und es ist wirklich reiner Idealismus, dass man hierher kommt. Man trifft Leute, die man Jahre nicht gesehen hat. Man trifft ehemalige Kollegen, ehemalige Schüler, andere gute Bekannte aus Schulzeiten natürlich. Naja, insgesamt denke ich mal, wird der Abend ein Erfolg. Es fing sehr gut an. Die Resonanz ist recht gut. Vor 2 Jahren waren es ein paar mehr. Aber okay, das kann immer mehr sein. Das ist auch ganz normal. Aber man merkt es ja schon rein am Geräuschpegel, dass das, was hier stattfindet, sehr gut angenommen und sehr gerne angenommen wird. Was fehlt, sind die jüngeren Jahrgänge. Ich habe mich gerade mit Hartmut Ullich unterhalten, unserem Informatik- und Werklehrer vom Gerhard-Hauptmann-Gymnasium, der eben sagte, die Jahrgänge nach 1990 sind relativ wenig vorhanden, wenig besetzt. Also da kann man eigentlich nur eins machen, kann man nur aufrufen, kommt mal hierher, es lohnt sich, es ist gute Stimmung. Und wenn jetzt die Big Band hier aufspielt, dann wird hier alles aus den Nähten platzen, Leute werden tanzen, so war es auch vor 2 Jahren. Es ist eine tolle Sache und man hat es noch nie bereut. Klassentreffen hat man noch nie bereut. Ich kenne zumindest keinen, der es bereut hat. Du wärst aber einer von denjenigen, die nächstes Jahr oder in 2 oder 3 Jahren auch wieder dabei wären, so eine Sache zu inszenieren. Na klar, das ist Ehrensache. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Zeitpunkt, als ein Ehemaliger an die Bühne gebeten wurde, der im Jahre 1947 sein Abitur an der Gerhard-Hauptmann-Schule abgelegt hat. Für uns erinnerte sich Wolfgang Metzler an die damalige Zeit. Es war eine sehr schwere Zeit. Ich erinnere mich noch an den Zustand der Schule 1945-46. Wir waren da eingesetzt, um die Schule wieder aufzuräumen. Da waren nämlich Fremdarbeiter drin, die das Gebäude in einem grauenhaften Zustand verlassen hatten. Die Bibliothek war, die Regale alle umgestürzt. Man hat dann auf den Büchern uriniert. Unbeschreiblich. Uns kam als Schule die Aufgabe zu, einigermaßen Ordnung zu schaffen wieder. Und wie sieht ein älterer, erfahrener Mann die Situation der heutigen Abiturienten? Naja, es ist jetzt natürlich eine ganz andere Zeit. Und man sollte da nicht sich anmaßen, große Ratschläge zu erteilen. Jede Zeit hat andere Prioritäten. Und ich beneide nur die heutige Jugend, was sie für Möglichkeiten hat. Wenn ich dran denke, ein Enkel von mir ist jetzt in China, eine andere studiert. Und das sind also Dinge, die für uns traumhaft gewesen wären. Und dann eröffnete Dietrich Kropinski gemeinsam mit seiner Frau Esther den Tanz.
Den Rest des Abends nutzten viele Gäste neben einem Tänzchen, aber vor allem für nette Gespräche mit den alten Schulkameraden und Lehrern. Die Zeit wird es bringen, ob und wann es einen dritten Ball der ehemaligen, der GHS, geben wird.